Wir jetzt. So, herzlich willkommen zu der Session Mastodon und was hat Mastodon mit Lernen zu tun? Es sind hier einige, die heute diese Session gestalten. Ich mache bloß kurz den Anfang. Ich habe ja so eine Standard-Session eigentlich, hieß früher mal Twitter als Lernbooster, muss jetzt Mastodon als Lernbooster heißen. Ich fasse es mal in wenigen Minuten zusammen, was ich sonst immer erzähle. Und dann gibt es ein paar Kolleginnen aus der Corporate Learning Community, die ihre Erfahrungen mit Mastodon hier noch rüberbringen. Denn wir haben in der Zwischenzeit ja den Betreiberstatus für so eine Instanz, aber dazu gleich mehr. Ja, zunächst mal, es geht um einen sogenannten Kurznachrichtendienst. Twitter war so der Anfang damals und die haben mal mit 140 Zeichen angefangen. Und 140 Zeichen ist so die Länge einer Überschrift. Dann hat Twitter irgendwann entschieden, 280 Zeichen draus zu machen. Das heißt, es ist jetzt eine Überschrift mit einem Untertitel. Und in der Zwischenzeit hat Mastodon, was ähnlich ist wie Twitter, wir reden gleich drüber, 500 Zeichen zugelassen. Und ich glaube, Facebook hat ja einen Twitter-Klon gerade veröffentlicht, der in der EU noch nicht möglich ist, aber sonst auf der Welt wohl schon. Und das sind auch 500 Zeichen, die dort, also 500 Zeichen sind so Überschrift und drei Unterüberschriften. Ne? Mehr eigentlich auch nicht. So, und ich weise deshalb darauf hin, weil damit natürlich deutlich wird, Twitter ist kein richtiger Blog, sondern Twitter ist so ein Mikroblog, wie man so sagt. Also man kann sehr wenig dort unterbringen. Ähnlich jetzt bei Mastodon, da geht es schon ein bisschen mehr. Aber Mikroblogging bedeutet, jeder, der schreibt, muss auf den Punkt kommen. Und das ist auch der große Vorteil. Also man hat gar nicht die Möglichkeit, lange Essays zu schreiben, sondern man muss wirklich die Dinge, die man sagen will, kurz und knapp fassen. Und das hat den Vorteil auch für die Lesenden, man ist schnell informiert. Und ich habe von Überschriften gesprochen. Ja, diese Überschriften überfliegt man ja in der Zeitung auch. Also wenn ihr euch mal beobachtet, wie ihr Zeitung lest, ihr lest ja ganz wenige von den Artikeln. Aber ihr lest fast alle Überschriften. Ne? Man scannt so drüber. Und oft ist es so, dass die Überschriften auch tatsächlich schon eine wichtige Information sind, zumindest bei einer guten Zeitung. Wir erleben heute so Bildzeitungsstil, wo die Überschriften so reißerisch sind, dass man den Artikel dann möglichst liest und hinterher enttäuscht ist, dass das, was die Überschrift versprochen hat, gar nicht kommt. Ne? So, also gute Zeitungen haben gute Überschriften, die den wesentlichen Inhalt schon deutlich machen. Und so ist es mit diesen Kurznachrichtendiensten auch bei Mastodon. Man überfliegt und liest nur ganz wenige Artikel dann ausführlich. Wie kann man ausführlich lesen? Also ich sag mal so, bei jedem zweiten dieser Tröts, sagt man hier, früher Tweets, ist ein Link dabei. Also eine kurze Überschrift und dann hat man die Möglichkeit, wenn man mehr wissen will, auf den Link zu klicken und sich das alles anzusehen. Und für mich hat es die Folge, dass ich heute keine Fachzeitschriften mehr brauche. Ich fühle mich sogar besser informiert. Warum? Wenn ihr euch mal anschaut, eine Fachzeitschrift, dort folgt ihr eigentlich einem Redakteur. Ihr folgt jemandem, der für euch auswählt, was in die nächste Fachzeitschrift kommt. Und ihr merkt schon, das ist eine sehr subjektive Auswahl. Es wäre jetzt sehr schön, wenn man 10 Fachzeitschriften nebeneinander hat, weil 10 Redakteure dann mit ihrer Sicht das Richtige, das kann man sich nicht leisten, ne? Ich kann mir aber heute, ich weiß gar nicht, wie viele am Mastodon im Moment habe, bei Twitter habe ich mir 250 Redakteure geleistet. Und ihr merkt schon, die Auswahl, wem ich folge, bestimmt den Filter, was zu mir durchkommt. Also ein großer Tipp von mir ist, alles, was euch vorgeschlagen wird von Twitter, von Mastodon, von dem, was es sonst noch so gibt an Kurznachrichtendiensten, ablehnen. Und selber entscheiden, wem ihr folgt. Wie kommt man jetzt auf Leute, denen man folgt? Da sind solche Veranstaltungen ganz gut, wo in der Regel Hashtags verabredet werden.
Daran kann man übrigens professionelle Veranstalter erkennen. Veranstalter, die immer noch keinen Hashtag mitteilen, sind irgendwie von gestern. Ne? Also damit sammelt man praktisch alle Tweets zu der Veranstaltung unter einem Hashtag. Hashtag, ja, sagt euch sicher was, ne? Ist praktisch nur ein Stichwort, was diesen Gartenzaun da vorne dran hat. Und wenn dieses Stichwort von allen verwendet wird, kann man hinterher nach dem Stichwort suchen und alles finden, was darunter ist. So, also nochmal das Einstellen des sozialen Filters. Ja, das Einstellen des sozialen Filters ist eine Daueraufgabe. Und jetzt merkt ihr, es war noch nie so leicht, die eigene Blase zu vergrößern. So ganz weg kriegen wir die nie, ne? So diese die Echokammer oder wie immer sagt. Also wer nur die Bildzeitung gelesen hat, früher war in der Bildzeitungsblase. Wir haben aber heute die Möglichkeit, Redakteure aus ganz verschiedenen Branchen und mit ganz verschiedenen Ansichten zu wählen. Und damit werde ich ganz anders informiert, als wenn ich mich so einschränken musste wie bisher. Das heißt, die ganze öffentliche Diskussion, dass wir heute in Blasen sind, ist eigentlich eine falsche Diskussion. Die Blasen waren noch nie so groß wie heute, wenn man es richtig macht. Und ja, ich folge Leuten, auch die eine ganz andere Meinung haben als ich. Ich folge auch Leuten aus anderen Branchen, die was Ähnliches machen. Ja, ich habe immer ein Ziel. Ich suche alle Informationen zum Thema Lernen. Und da gucke ich zum Beispiel auch im Journalismus. Die haben genau das gleiche Problem. Du hast das Internet da, jeder kann Wissen verteilen. Wie gehen die denn damit um? Ne? Vielleicht können wir davon lernen. Ne? So, also und das jetzt permanent zu optimieren, heißt, wenn meine Interessen sich ändern, brauche ich andere Leute, denen ich folge. Na, dann muss ich ein paar sagen, gut, jetzt da interessiert mich weniger, da werde ich jetzt einfach ein paar Leuten entfolgen, was was ganz Normales ist, da braucht man sich nicht entschuldigen, das ist einfach so. Und ich suche mir ein paar neue, die jetzt in dem Themenfeld was sagen, was interessant ist. Ja, und man kann ja immer sehen, was postet der sonst so, was ist das für ein Mensch, will ich dem folgen, vertraue ich dem, denn jetzt passiert eigentlich was interessant ist, was wir in der Schule anders gelernt haben. Ich will Leute haben, die ihre subjektive Sicht mir geben, die auch ihren Kommentar dazu geben. Ich brauche auch schon ein bisschen so die Meinung von denen, die Ahnung haben. Das macht es mir leichter, aber dazu muss ich ein bisschen was über die Person wissen. Und ihr merkt schon, wenn wir in der Schule gelernt haben, möglichst objektiv zu schreiben, in sozialen Medien ist es falsch. In sozialen Medien muss das Subjektive mit rein. Also ich will auch wissen, wie denkt der, was ist das für ein Typ, um einschätzen zu können, was hat er für eine fachliche Meinung. So, das ist ein bisschen dazu. Vielleicht noch drei Worte. Oh ja, da gibt es Vertrauen durch Sharing und Authentizität. Ja, danke, Harald. Da gibt es jetzt ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Mastodon und warum wir in der Corporate Learning Community jetzt entschieden haben. Ihr habt alle mitbekommen, Twitter ist ganz schön, weil es eine zentrale Instanz war, wo man praktisch mit allen auf der Welt auch gut verbunden war. Aber Twitter gehört halt einem Milliardär, der jetzt auch das Sagen hat, was da passieren darf und was da nicht passieren darf. Und wen ihr zulässt, also insbesondere, ihr habt mitbekommen, Twitter hat den Trump gesperrt damals und als Musk das gekauft hat, hat er den Trump dann gleich wieder freigeschaltet und andererseits hat er viele rechte Gruppen wieder zugelassen, hat die ganzen Filter rausgenommen, die da dafür gesorgt haben, dass so das, was wir nicht lesen wollen, da auch wirklich wieder kommen kann und so. So, also derjenige, der so eine Instanz betreibt, hat das Sagen. Und das ist jetzt der Nachteil von Twitter. Und deshalb haben wir gesagt, naja, wenn es eine andere Alternative gibt, dann sollten wir mal gucken. Und es gibt eine sehr schöne andere Alternative und die nennt sich Fediverse. Das Fediverse ist nicht bloß ein Nachrichtenkanal für solche Kurznachrichten, sondern da kann man genauso Fotos wie auf Instagram oder Audios, Bilder, alles Mögliche, alles, was sonst so im Netz ist, ist dort nochmal als Open-Source-Variante abgebildet, aber mit der ganz schönen alten Internet-Idee,
nämlich dass alles dezentral ist. Also das Internet ist ja mal so entstanden, dass man gesagt hat, wir wollen ein ganz sicheres Netz haben und dementsprechend brauchen wir viele dezentrale Knoten. Wenn dann einer oder zwei ausfällt, ist das nicht so schlimm, funktionieren die anderen ja noch. So und so ist es im Fediverse. Im Fediverse gibt es jetzt ganz viele Organisationen, auch Personen, die gesagt haben, ich werde so eine Instanz, wie das dort heißt, betreiben und die allen bereitstellen. Und die Corporate Learning Community ist damit natürlich prädestiniert dafür, auch solch eine Instanz zu betreiben. Wir betreiben eine zu Mastodon. Und Mastodon ist dieser Twitter-Ersatz mit 500 Zeichen. Und dieses Betreiben hat natürlich jetzt all die Vor- und Nachteile, die Elon Musk im Moment ausspielt. Also wir sagen jetzt, was auf unserer Instanz passieren darf, wer damit machen darf. Und also wir haben echtes Sagen. Und das Schöne ist jetzt, jede dieser Instanz hat selber das Sagen. Das bedeutet aber für Nutzer, die sich jetzt bei uns anmelden, wenn die es feststellen, nee, die Regeln gefallen mir nicht mehr, dann können sie umziehen zu einem anderen, der ihnen besser gefällt, was bei Twitter nicht geht. Da, entweder bin ich bei Twitter oder ich muss gehen. Ne? So, ja. Ja, Entschuldigung. Also du hast mich gerade verloren. Was hat jetzt Fediverse mit Mastodon zu tun? Genau, das war ein bisschen kurz. Das Fediverse ist ein Netzwerk, was ein bestimmtes Übertragungsprotokoll hat. Und dieses Übertragungsprotokoll sorgt dafür, dass egal, wo eine Nachricht herkommt, sie den richtigen Empfänger findet. Man kann sich das vorstellen wie E-Mail. Es ist völlig egal, bei welchem E-Mail-Provider du dein E-Mail-Konto hast. Es gibt ein E-Mail-Protokoll und egal, wo du eine E-Mail hinschickst, es kommt dort an, weil es das gleiche Protokoll hat. Und es ist wie bei der E-Mail, ja, du musst jetzt die E-Mail-Adresse von dem wissen, mit dem du dich verbinden willst. Das war bei Twitter nicht so. Da konntest du mal eine Suche eingeben und dann findest du schon den. Das geht bei E-Mail auch nicht. Du kannst nicht irgendwo sagen, ich suche jetzt den Frank Gehrig und dann kommt die E-Mail-Adresse. Das geht nicht, sondern ich muss deine E-Mail-Adresse wissen, um dich anzusprechen. Das ist der Nachteil, aber dafür hat man den Vorteil, dass jetzt trotzdem alle, die irgendwo im Fediverse in einer Instanz angemeldet sind, sich mit den anderen verbinden können, wenn sie deren Adresse kennen. Ne? So, und so ist es bei uns auch. Ja, jetzt anmelden vielleicht, ich glaube, ich übergebe jetzt einfach mal an das Team, was sich bisher mit unserer Mastodon-Instanz beschäftigt hat. Oder gibt es erstmal Fragen zu dem, was ich erzählt habe? Auch von Onlinern oder so. Nee, ich glaube, dann ist meine Zeit doch schon um. Ich sollte eine Viertelstunde reden. Einfach auf die 6? Ja, okay. Einfach auf die 6, genau. Hervorragend. Ich hau nicht drauf. Kann man auch instanzenübergreifend, wenn ich, also ich habe es so verstanden, ich melde mich auf Mastodon nur in einer Instanz an und folge dann aber auch Personen instanzenübergreifend. Ja. Das funktioniert. Das funktioniert. Gut, genau. Danke. Ja. Ja. Karl-Heinz, du hast mir Angst gemacht. Nein. Ja, doch. Er hat gesagt, wir haben Regeln und wir lassen nicht jemand rein und. Und wo finde ich denn die Regeln? Ja, jeder, der sich anmeldet, kriegt die aufgeblendet. Also ist so praktisch, wenn du akzeptierst, dass du die einhältst, dann kannst du bei uns mitmachen. Ne? Also es ist so wie AGBs oder so. Die sind harmlos bei uns. Bei uns steht drin, alles, was ungesetzlich ist. Wir sind sehr offen. Wir lassen alle möglichen, Meinung zu, es sei denn, es ist irgendwie rechtsradikal oder so. Also es ist nicht schlimm. Diese Regeln können sich ändern, logisch. Wenn wir jetzt die Erfahrung machen, dass irgendwas passiert, dann werden wir die Regeln auch verschärfen. Keine Angst mehr. Gut. So, aber vielleicht übergebe ich jetzt einfach an Oliver. Ja, gerne. Man kann mich hören, man kann mich sehen wahrscheinlich. Genau. Ich werde auch gleich mal ein bisschen was erzählen über das Community-Programm, Community-Management-Programm von der CLC. Da kam auch der Karl-Heinz auf.
uns zu, auf mich und auf die Gabriele, und hat gefragt, ob ihr da was machen könntet, ob ihr da Lust hättet dazu. Und ja, wir hattet Lust und wir haben uns über Gedanken gemacht, wie wollen wir das gestalten. Und von Anfang an wollten wir einfach die Menschen, die wo mit dabei sind, einfach mit einbinden. Und ich denke, das ist uns auch recht gelungen. Also was haben wir als erstes gemacht? Wir sind erstmal hingegangen und haben Leute gesucht. Leute, die wo für eine Zeit lang mitmachen wollen, ein Community Management auf Mastodon, auf unsere eigene Instanz. Der Karl-Heinz hat schon ein bisschen andeutet. Auf Mastodon sind wir verantwortlich für unsere eigene Instanz. Wir müssen jetzt selber schauen, irgendwie, wenn rechtes Gedankengut ist, dass man die Leute sperrt und so weiter. Einfach, weil man vom Gesetzgeber her wie die eigene Instanz hat und eben nicht so wie Twitter das auf jemand anders schieben können. Genau, das war auch der Weg, wie wir dann gegangen sind. Zum einen einfach das Rechtliche, dass man Moderatoren haben, dass man Administratoren haben auf der Plattform, aber zum anderen natürlich auch das Community-Management anzuregen. Und das eine ist leicht, würde ich mal sagen, das ist einfach Pflicht. Ja? Und das andere ist einfach, Menschen mit einzubinden in die ins Community-Management und ins Community Leute einzubinden, dass sie mitmachen, ist manchmal zeitaufwendig, manchmal brauchst du eine kreative Idee. Genau. Ich teile mal, wie wir vorgegangen sind. Wir haben so ein Miro-Board gehabt und da hat auch die Gabriele ganz viel gemacht auf dem Miro-Board ergeben. Ah ja. Schauen wir mal, ob man es gleich sieht. Ja, genau. Wir haben also praktisch so ein, ja, der Plan war so 8 Module, wo wir aufgesetzt haben, und ein Zeitplan, wo wir einfach gesagt haben, auch, wir wollen nicht alles selber machen, wir wollen Community Management, einfach die Moderatoren, dass sie eingebunden sind, und wir möchten eigentlich ein rollierendes System, dass sich nicht einer irgendwo aus der Community für ein ganzes Jahr verpflichten muss, sondern irgendwie vielleicht für 3 Monate. Und dann halt auch nicht allein, sondern zu dritt zum Beispiel. Und bei uns war dann immer so, einer vom Kernteam war dabei und 2 neue waren dabei. Und gerade in der ersten Phase war ich, die Nancy Warbeck und die Sandra mit dabei. Und im zweiten Redaktionsteam, das war ein bisschen größer, war dann die Gabriele dabei, die Isabel und die Sandra wieder, also aus dem ersten. Und die Nancy war auch dabei, genau, da waren sie dann zu viert. Und so war die Idee, dass man es einfach rollierend macht. Genau, und ich zeige mal da ein bisschen in die Module rein. Wir sind erstmal angekommen natürlich und geschaut, wie stark ist jeder auf Social Media. Wie will er sich denn einbringen? Sieht man jetzt ein bisschen wenig. Will er intensiv sich einbringen? Einfach zum Schauen, was ist einfach im Interesse auch von den Leuten. Und dann halt einfach die Inhalte, auch das Rollenverständnis. Schauen, mit einer Hand geht es eigentlich recht gut, aber das Rollenverständnis, wie verstehen wir uns? Was ist die Rolle von einem Community Manager. Und als Anfang sind wir dann einfach mal durchgegangen mit Modul 1, Mastodon erstmal Grundlage zum Schaffen. Was ist denn wichtig? Was für Besonderheiten gibt es auf Mastodon? Und bei Modul 2 haben wir dann auch geschaut, was ist denn wichtig diese Phasen in der Community. Wo ist denn unsere Community? Gerade auch nach der Victoria Satir, glaube ich, die Community-Kurve, genau. Einfach, dass wir in verschiedene Phasen sind, zu verschiedenen Bedingungen, die Umstände unterschiedlich sind und dass man je nachdem, wo die Community aussteckt, einfach drauf hört und schaut. Und da drauf
drauf eingeht und auch auf die Bedürfnisse. Wir sind hingegangen, wir haben die Grundlage der und Identität der Werte von der Corporate Learning Community nochmal zusammen erarbeitet, was ja auch sehr wichtig ist. Die Landkarte der Netzwerkkompetenzen, Zielpersonas, was sind unsere Zielgruppen? Und jetzt lese ich bloß nur, um es nicht in die Länge zu ziehen. Die Stakeholder-Analyse haben wir dann noch gemacht. Und wir haben geschaut, was für Formen von Akteure gibt es denn eigentlich in der Community Manager, also in der Community? Die Lurkers, die wo rumhängt und einfach schaut und bläset, die Contributor, die wo mit unterstützt oder halt die, wo wirklich aktiv werden und auch posten. Und die Idee war dann halt auch immer irgendwo mehr Contributors zu Kreatoren zum anzuregen, zum ermutigen. Wir wollten natürlich auch die Leute abholen. Also die, wo ganz frisch auf der Plattform waren und sind und haben uns auch überlegt, wie können wir denn die erreichen? Wir haben sie dann angeschrieben, haben oftmals auch keine Rückmeldung gekriegt, also manchmal gar keine Rückmeldung. Wir wollten dann so Buddies machen, dass wenn jemand frisch auf der Plattform ist, dass der dann jemand zur Seite kriegt. Von den Buddies haben wir dann, die wir angeschrieben haben, wärst du bereit, da zu unterstützen. Hat es natürlich dann soweit geklappt. Die hat meistens Rückmeldung gegeben, aber die Leute, wo frisch drauf waren auf der Plattform, oftmals keine Rückmeldung. Und da haben wir halt auch gemerkt, dass manche einfach Mäuschen spielen wollten, einfach mal erkunden wollten, ohne gleich eine Ansprache zu bekommen. Und so haben wir einfach Stück für Stück uns herangearbeitet an das, was die Community auch möchte. Und jetzt würde ich gern weitergeben. Die Sandra, die steht schon ganz gespannt. Ja, ich kann ja immer nicht gut zuhören. Ne? Deswegen, ich will lieber selber labern. Aber ich will gar nicht zuerst das Wort ergreifen, sondern Isabel. Isabel war ja auch recht frisch, sagen wir mal so. Ne? Wie war denn dein Gefühl? Wie bist du überhaupt darauf gekommen, bei uns mitzumachen? Also ich bin aus dem Aspekt Community Management hingekommen, weil wir haben ja den Leitfaden Community Management gemacht und ich dachte mir, ach, guter Weg, um mal zu schauen, wie das in der Praxis geht. Und es war sehr spannend, irgendwie zu sehen, dass wir schnell irgendwie so einen Rahmen hatten. Ne? Also wir sind jetzt, glaube ich, super aufgestellt, falls ein Shitstorm kommen würde. Also keine Aufforderung in die Runde. Aber wir hatten schon so einen Rahmen und dann ging es irgendwie darum, diesen Rahmen zu füllen. Und wie der Oliver schon gesagt hatte, wir hatten viele Ideen, manche sind besser gelaufen, andere nicht so gut. Und ich glaube, es gab einfach, kann man schon sagen, also es haben sich viele Leute angemeldet. Also gerade man hat es nochmal beim CLC Camp gesehen in dieser Zeit. Aber es sind relativ viele Leute auch einfach inaktiv geblieben. Ich habe dann mal angefangen, ne, ich kannte ja ein paar Leute, die sich angemeldet haben und die haben dann immer gesagt, ja, ich will jetzt erstmal schauen, ich bin mir noch nicht sicher, ich weiß nicht, was mich hier so erwartet. Und das war eigentlich für uns jetzt auch so der Anlass, das Thema mit hier auf die LOSCON zu nehmen und einfach mal, ich sag mal, mit der potenziellen Community oder mit der Community zu reden, die vielleicht auch schon hier ist. Was würdet ihr euch wünschen auf Mastodon? Was macht ihr auf Mastodon? Was läuft gut? Was vermisst ihr da vielleicht noch? Was genau können wir als Mehrwert anbieten? Genau, so viel zu meiner Sicht. Genau. Und weil wir natürlich gerne wissen wollen, was ihr so wollt, hat Isabel heute schon in dem Creeper-Kanal auf Discord einen Link ganz oben geteilt, einen Miroboard-Link. Der ist nicht so riesig wie jetzt, also das Miroboard ist ganz klein und süß. einfach nur mit so ein paar Fragen, sowas wie, wenn ihr schon auf Mastodon seid, was tut ihr da, was gefällt euch da gut? Oder auch ganz allgemein, ne, was würde euch hinterm Ofen vorlocken, was sollen wir mal machen, damit ihr euch in der Lage fühlt oder Bock habt, einfach da auch ein bisschen mehr zu teilen, weil ich bin ja auch früher eben sehr aktiv, oder naja, so aktiv wie Karl-Heinz vielleicht nicht, aber doch aktiv auf Twitter gewesen und da war mehr los, kann man schon so sagen. Ne? Und es war anders,
Jetzt ist es ein bisschen gezielter so, ne, wenn man sich wirklich raussucht, was man eigentlich lesen will. Das geht ja nicht mehr mit irgendeinem Algorithmus, das ist ja auch so eine Sache. Aber irgendwie bin ich jetzt, wenn ich bei Twitter hätte ich den ganzen Tag durchscrollen können und irgendwas finden, und bei Mastodon habe ich das Gefühl, nach einer halben Stunde bin ich durch. Und das will ich nicht. Ich will mehr lesen von euch. Willst du das? Du willst was dazu sagen, oder? Ja, ich gebe es mal Karl-Heinz. Ja, also ich kann nicht bestätigen, dass auf Twitter mehr los war. Ganz im Gegenteil. Ich habe so den Eindruck gehabt, früher war bei Twitter mal mehr los, aber in den letzten Jahren ist es deutlich zurückgegangen. Und jetzt läuft auf meinem Twitter-Account fast gar nichts mehr. Also ich selber habe ihn auch nur noch, um halt die immer noch auf Twitter sind, mit Informationen zur Corporate Learning Community zu versorgen. Aber ansonsten mache ich nichts mehr auf Twitter. Und so geht es vielen anderen offensichtlich auch. Und das, was auf Mastodon läuft, ist sehr viel intensiver. Also es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass auf Mastodon sehr viel mehr Diskussion stattfindet, als ich es in Twitter in den letzten Jahren erlebt habe. Offensichtlich ist es eine andere Art von Mensch, die da sich jetzt sammelt, aber eine sehr angenehme Art. Aber es ist richtig, auch die Zahl derer, denen ich folge, ist noch kleiner und es sind weniger insgesamt auf Mastodon. Aber man kann irgendwie sagen, es ist gar nicht so wichtig, dass alle auf dem Mastodon sind. Die für mich wichtigen Informationen über die Redakteure, ne, die kommen trotzdem. Ne? Also man kann ja genügend Leute finden und die haben dann schon ihre Kontakte, die dann wieder Wissen weitergeben mit ihren Tröts. Willst du gleich was sagen? Frank hat mir freundlicherweise das Mikro wieder rübergereicht. Genau, also jetzt geht es so ein bisschen darum, dass Harald eine Frage hat. Passt schon. Also ich habe ja ziemlich viele soziale Netzwerke versucht und ich habe so das Gefühl, dass klar, in jedem Neuen wohnt ein Zauber inne und deswegen gibt es am Anfang halt unglaublich viele tolle Sachen da drin. Also ich finde die Idee von Mastodon und die Art und Weise, wie das föderiert ist, ich finde die genial und so sollte das sein. Ich habe auch sehr aktiv mitgelesen, wie das losgegangen ist, wie die ganze Mastodon-Gemeinde, muss man fast sagen, sich über die Algorithmen ausgelassen hat. Und das kann ich total nachvollziehen, weil die halt total in die falsche Richtung gegangen sind. Nur, für mich ist ein soziales Netzwerk, ist ein Algorithmus, der aufgrund von Likes, Retweets und Kommentaren eine Priorisierung erstellt, absolut lebensnotwendig. Weil ich habe natürlich in Mastodon auch versucht, wieder den wichtigen Leuten, den für mich wichtigen Leuten zu folgen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe genau so, wie du es vorgeschlagen hast, sehr selektiv vor. Dann wird mein Netzwerk klein bleiben, sehr intensiven Austausch erlauben und meine Wirkkraft überschaubar sein. Wenn ich mein Netzwerk groß mache, habe ich mit Mastodon keine Chance, die Sachen zu lesen. Weil die Art und Weise, wie dieser algorithmische Filter, nämlich das, was von vielen Leuten geliked wird, mit Relevanz versieht und mit meiner Timeline nach oben schiebt, die gibt es da nicht. Das heißt, ich kann ab einer bestimmten Netzwerkgröße auf Mastodon nicht mehr arbeiten. Im Moment. Ja, und zwar vielleicht sollten wir nochmal da ein bisschen erläutern. Mastodon hat absichtlich die Algorithmen rausgenommen, weil mit den Algorithmen nicht bloß positive Wirkungen waren. Ihr wisst, in der Regel sind die so programmiert, desto negativer oder desto emotionaler ein Beitrag ist, desto weiter wird er weiterverbreitet. Ne? So, und die emotionalsten sind leider die negativen. Und deshalb hat damit Twitter und unterstützt immer noch und Facebook ganz genauso all die schädlichen, die Fake News, die aber richtig emotional geschrieben sind. Ne? Und die Gründer von Mastodon haben gesagt, das wollen wir grundsätzlich verändern. Und sie reden über die Drukos und die Drykos, nämlich die Drüber-Kommentar und die Drunter-Kommentar. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht verwechsle, aber ich kann jetzt nur noch Drüber-Kommentare machen. Also ich kann jetzt, wenn ich etwas weitergeben will, kann ich es nur weiterleiten, also retweeten oder retröten, wie man es hier wahrscheinlich sagt. Und ich kann jetzt keinen Kommentar dazu abgeben. Ne? Also ich kann nicht sagen, guck mal, was der für einen Sheet geschrieben hat und es negativ noch bewerten und damit verstärken, sondern ich kann, wenn ich es gut finde, weiterleiten, aber ohne Kommentar.
So, und das ist der Trick dahinter, um sowas zu verhindern. Aber ja, es hat natürlich auch Auswirkungen, wie sie Harald jetzt beschrieben hat. Ich kriege damit auch die positiven Emotionen nicht weitergeleitet von Leuten, die ich gar nicht kenne. Ja. Jetzt wurde so viel über die Plattform gesprochen, wie es aufgebaut ist, wie der Algorithmus oder nicht Algorithmus läuft. Ich muss sagen, ich bin noch nicht auf Mastodon, bin jetzt aber ganz neugierig geworden und wollte fragen, ob wir denn mal einen Blick reinwerfen können, da ihr den Bildschirm teilt, und würde mich sehr interessieren. Ja, das ist gar kein Problem. Also ich würde gerne eine kleine Stichprobe machen. Nehmt doch mal die Hand, wer ist auf Mastodon und wer? Also ich, fast alle. Auch. Einmal ganz kurz, habt ihr die Hände gesehen? Also ich würde sagen, hier 80%. Aber das ist zumindest mal eine Handmeldung da. Also alle. Fast alle. Viele. Alle außer Stefanie und Anke auch nicht, ne? Vielleicht die Ergänzung, drauf und drin sein ist ja ein Unterschied, also wie tief wir drin sind. Das, was du jetzt geschildert hast, Karl-Heinz, ist ja auch wichtig, einfach mal im Tool zu sehen, was heißt denn das, was du gerade schilderst, um dem entgegenzusprechen, was Harald jetzt herausgearbeitet hat. Also ich würde sagen, im Sinne von besser verstehen, vielleicht für die noch nicht, ich bin zum Beispiel nicht tief drin, ich bin drin, aber ich bin mich damit so beschäftigt, wie ich es gerne tun würde. Also daher, Steffi, kann ich deine Aufforderung nur unterstützen. Ich habe mal Mastodon geöffnet und man sieht da sehr schön, irgendwo, es gibt eine Startseite, eine lokale Timeline und eine föderierte Timeline. Und das ist das Besondere, das gab es eben bei Twitter nicht. Die lokale Timeline, die ist bezogen auf unsere Instanz. Da ist das drin, was praktisch unsere von der Instanz teilt. Startseite ist schon mehr, zwar die, wo denen, wo mir erfolgt, sind da noch die Beiträge dabei, und föderierte Timeline ist dann ist dann ganz weit offen. Ich habe gestern noch einen Beitrag gelesen vom Andreas Ebinger, der wo auch ein Ding geteilt hat, Lightning Talk. Der hat gesagt, dass es sehr wohl auch Algorithmen unterstützt gibt bei Mastodon, und zwar ist es, wenn man favorisiert und rebootet oder retötet, spült es das wieder hoch in der Timeline. Und deshalb wird es dann auch mehr gesehen. Also das sind natürlich sehr abgespeckte Algorithmen, aber es sind schon auch irgendwo, also wenn ihr wollt, wenn ihr begeistert von etwas seid, dann favorisiert es. Setzt hier zum Beispiel diesen vom Frank, diesen Favorisieren, oder hier den Reboot, und dann wird es dann nochmal hochgespült in der lokale Timeline. Ja, vielleicht finde ich es nochmal interessant, das ist ja gut, dass wir sehen. Startseite ist das, wo ihr alle seht, denen ihr folgt. Die bestimmt ihr selber. Lokale Timeline ist sowas wie, da sind alle, die in der Kneipe sich treffen. Das ist so der Stammtisch eigentlich, ne? Also wir wünschen uns, dass in der Corporate Learning Community möglichst alle sich bei uns angemeldet haben, auf unserer Instanz. Dann kann man nämlich auch mal sehen, was reden die anderen denn. Na, also man steht praktisch mal auf und guckt mal, was in der Kneipe sonst noch geredet wird. Und die föderierte Timeline zeigt all das, was Leute, die sich bei uns angemeldet haben, an Verbindung nach draußen haben. Und damit kriegt man so Hinweise, ach, guck mal an, das ist ja ein interessanter, vielleicht folge ich dem auch. Ne? Also man kann jedem in jeder anderen Instanz folgen, und hier kommen praktisch diese von denen, die bei uns angemeldet sind, die in anderen Instanzen Kontakte haben, die werden hier mit reingespürt. Ne? Aber nur die. Aber das sind ja wieder interessante, weil die bei uns sind, ist ja schon eine ausgewählte Menschensorte, ne? Mit bestimmten Interessen. Und wenn die jetzt Kontakte zu anderen haben, könnten die ja für uns auch interessant sein. Also das ist was ich ganz faszinierend finde. Deshalb könnte Mastodon für uns in der Corporate Learning Community natürlich das Community-Kommunikationsmittel sein. Wir wollen auch, dass das der Hauptkanal wird. Ich habe den Vorschlag, wir erzählen einfach mal, was wir auf Mastodon gemacht haben, wenn wir Beispiele haben. Der Karl-Heinz hatte einen Hackathon vorgeschlagen zu Domain of Your Own. Und wir haben uns darüber auch dann kommuniziert und getroffen und haben tauschen da aus. Ich habe Leute kennengelernt,
die ich nicht kannte. Und Sachen, die da diskutiert worden sind, die wurden dann da festgehalten. Oder mir wurde geholfen, ja. Wir hatten auch ein Beispiel, was auch Mastodon gemacht hat. Also ich nutze Mastodon im Endeffekt genauso, wie ich Twitter vorher genutzt habe. Also es gibt zum Beispiel, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, wie jetzt, CoolLearn23 ist der Hashtag von der Veranstaltung. Das heißt, alles, was ich mir irgendwie merken will für mich, und in der Regel so mache ich mein ganzes Social Media, was für mich nicht wertvoll ist, das haue ich da auch nicht raus. Also ich versuche das, was ich mir merke im Endeffekt, das ist mein Notizblock, den jeder auch lesen kann, den teile ich einfach. Darüber kriege ich auch Rückmeldungen, was ist für andere relevant. Da scheitert es im Moment für mich noch so ein bisschen, weil im Moment, das hat für mich nichts mit Mastodon oder Twitter oder Facebook und LinkedIn, das ist überall gleich im Moment. Ich habe das gleiche Gefühl, was du auch sagst, dass diese Tiefe der Auseinandersetzung, also dass es wirklich online einen inhaltlichen Diskurs gibt, der ist runtergegangen. Also oder ich mache irgendwas komplett falsch, weil ich habe das in LinkedIn, habe ich da wirklich teilweise Diskurse gehabt, die auf 10 Ebenen runtergegangen sind. Wir haben mit 30 Leuten kollaborativ oder co-kreativ Dokumente erzeugt. Und das Einzige, was man heute noch kriegt, ist, es hat es aber toll gemacht. Und das ist mir zu wenig. Also mir geht es nicht darum, um Like sammeln oder um tolle Kommentare. Danke, schön von dir. Wertschätzung mag ich auch, finden wir alle toll, glaube ich. Aber das ist für mich nicht der Sinn von dem Ganzen, sondern eigentlich das, was ich lerne, für mich und für andere nutzbar zu machen. Und da wünschte ich mir halt, dass die einerseits natürlich die Reichweite, die ich vielleicht auch gewohnt war, bin von LinkedIn, Twitter, dass die da auch wieder kommen. Aber die Reichweite ist für mich dadurch entstanden, dass eine Interaktion passiert. Und ich habe das Gefühl, dass zur Interaktion im Moment die Leute keine Energie haben. Ja, also das ist, ich nutze es dafür, aber ich scheitere daran im Moment ein bisschen. Ja, kann ich dir voll zustimmen, Harald. Das Problem ist, ich habe auch den Eindruck, irgendwie schläft auf allen sozialen Medien der Austausch ein. Also vielleicht gibt es zu viel oder so, aber deshalb so der Hinweis, es hilft euch sehr. Und was du eben gesagt, das würde ich mal sehr unterstützen. Denkt nicht daran, dass ihr irgendwas postet, was für andere interessant ist. Dann seid ihr im Sendemodus. Den Sendemodus, den haben wir so praktisch als Bildungsleute sowieso aufgenommen irgendwie. Seid mal im Teilenmodus. Und der Teilenmodus, der heißt, ich notiere mir etwas und bin so nett, es zu teilen. Und die Idee heißt auch, es ist sehr viel leichter, dann einen Post zu schreiben, weil ihr schreibt euch was auf und vielleicht ist es ja für andere interessant. Also von daher nicht in die Klatte schreiben, sondern nutzt soziale Medien, um die Notizen, die ihr euch macht, selber zu schreiben. Das hat, und das ist deshalb nämlich Lernbooster, dann kann ich das gleich anschließen. Das hat eine Wirkung. Also wenn ich in Vorträgen bin, dann versuche ich heute auf Mastodon meine Learnings gleich mitzuschreiben. Und das bedeutet, ich muss auch auf den Punkt kommen. Ich kann nicht wörtlich schreiben, was der da vorne gesagt hat, sondern ich muss mir überlegen, was heißt das jetzt? Ist es wirklich richtig? So, und dieses ist wirklich richtig, ist was Zweites, was beim öffentlichen Schreiben nämlich kommt. Wenn ihr es euch selber in die Klatte schreibt, seid ihr schnell zufrieden? Ja, wird wohl so gewesen sein. Wenn ihr das öffentlich schreibt, denkt ihr dreimal drüber nach, stimmte das wirklich? Denn ihr wollt euch nicht blamieren. Und damit guckt ihr vielleicht nochmal nach, Moment, finde ich schnell einen Link oder hat er das schon mal gesagt oder hört nochmal intensiver zu, was er weiterredet. Das heißt, dieses dreimal so lange Nachdenken ist Lernzeit. Das bedeutet, wenn ihr öffentlich schreibt, zwingt ihr euch, mehr zu lernen, als wenn ihr es euch nur in die Klatte schreibt. Also, und diesen Effekt, den muss man sich mal klar machen. Und dann ist dieses Mitschreiben öffentlich ein richtiger Lernbooster. Na, also zum Lernbooster wird es erst, wenn ihr schreibt. Ne? Wir haben ja vorhin darüber geredet, lesen ist schon mal ganz gut. Aber wenn man dann selber schreibt und das auch noch öffentlich macht, dann wird es richtig zum Lernbooster. Was ich auch gemacht habe, ich habe mir ein Lerntagebuch geschrieben. Einfach ein Tagebuch genommen und gefragt, was habe ich gelernt heute? Und da bleibt so viel übrig. Wo lerne ich, wie lerne ich, was lerne ich? Und das einfach mal aufnehmen und dann reflektieren, und wo macht es mir Spaß und welche Lernumgebung hilft mir. Das einfach mal auszuprobieren. Also es gibt so Diät-Tagebücher, aber Morgen-Tagebücher oder so. Die nehmen den Instant das auf. Und dann kann ich immer noch sagen, okay, und das trage ich weiter in die Welt oder das gebe ich jetzt auch weiter. Aber
ruhig eine kleine Kladde in die Hosentasche. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Was habe ich gelernt? Wann habe ich gelernt? Wie habe ich gelernt? Probiert es mal aus. Und dann weitergeben. Frage an dich, Harald. Ist es nicht auch ein Stück weit genau der Effekt von nach Corona und Live-Austausch mit den Menschen? Wir saßen gefühlt 3 Jahre alle vorm Rechner und haben darüber uns dann ausgetauscht und dann natürlich auch entsprechend genau das getan, was du gesagt hast. Und jetzt verbringe ich halt meine Zeit mit anderen Dingen und widme auch meiner Social Time einfach nicht mehr ja, so eine Intensität wie die letzten paar Jahre. Und ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Habt ihr den Eindruck auch oder geht es nur mir so? Ich teile es zum Teil. Andererseits sehe ich, dass sich Beschäftigen mit Internet, mit sozialen Medien nicht abgenommen hat. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute genauso intensiv in den Computer, in ihre Applikationsgeräte reinschauen, sich beschäftigen, aber eben weniger konstruktiv, wie du es jetzt gesagt hast oder wie Harald es gesagt hat. Also ich glaube, die Müdigkeit ist eher im Denken teilweise, beziehungsweise strukturiert das zu nutzen, als im absoluten Nutzen. Also das ist meine Wahrnehmung. Also würde ich beides bestätigen. Also ich bin überzeugt davon, dass das mit Corona noch irgendwo zu tun hat, weil wir, ich denke, der Großteil der Leute ist inzwischen irgendwie auch digital müde, weil es aber eben nicht in Form von, ich mache das noch am Abend, sondern weil sie den ganzen Tag heute vorm Rechner hocken. Die meisten hocken in Teams-Konferenzen und es sind physische Kohlenstoffwesen. Also ich sage das als Tech-Nerd, ich glaube, das macht dann auch irgendwo nochmal eine andere Perspektive. Und irgendwann möchte man halt auch wieder andere Sinne nutzen und das sollte man auch. Und von daher ist das mit Sicherheit ein großer Wurm. Ich sehe aber noch einen anderen und der macht mir eigentlich noch mehr Bedenken, weil das eine, das wird sich irgendwie einpendeln. Aber es hat sich, denke ich, über unsere Medienwelt und sowas, und da hat auch Corona natürlich, nicht Corona, sondern der Umgang mit Corona dazu geleistet. Ob das jetzt von Trump ursprünglich gestartet worden ist oder von jemand anders. Ich erlebe das in einem Großteil der Diskussionen. Gibt es nur noch Gegenpositionen. Mhm. Also es gibt, entweder bist du dafür oder dagegen. Du sagst ein Wort und bist in der Kiste und mit der Kiste will ich oder will ich nicht reden. Also so Blasentechnik und so weiter. Aber dieser Austausch auf, ich näher mich mal an, ich schaue mal, was ist bei dir und was ist bei mir und wie können wir uns da irgendwo in der Mitte und vielleicht gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Also es ist ein bisschen, gestern kam auch Künefin auf, wir sind so managementmäßig in diese 1-0-Thematik gefallen, gib mir einen One-Pager und das Ganze bitte mit einem Ampel, rot, grün, gelb, dann sind wir alle glücklich. Aber mit echter Komplexität, mit echter Vielfalt, mit echter, ob das Meinungsvielfalt, Perspektivenvielfalt oder auch Unsicherheit umgehen, das wäre eigentlich für mich jetzt so der nächste Reifeschritt. Und dazu braucht es aber ganz, ganz viel Diskussion und Austausch, ohne zu sagen, ich bin richtig, du bist falsch, das ist true und das ist Fake News, sondern irgendwie hat jeder Mensch seine Wahrheit. Wahrheit als Begriff schon schwierig. Und wenn ich mich aber neugierig der Person nähere, dann kann ich mal rausfinden vielleicht, ja, wie kommst du denn zu der? Und erst über diese Reflexion, und das wäre eben diese Ebene, die mir im Moment fehlt, kommt man eigentlich, da wird es dann erst spannend. Weil wenn ich sage, ich finde es toll und der andere sagt, ich finde es blöd, dann ist das Gespräch zu Ende. Ja, und vielleicht würde ich auch gleich nochmal an das, was du gestern angesprochen hast, Harald, anknüpfen. Du hast so irgendwie gesagt, das Finden hat damit zu tun, dass man teilt. Ne? Und du sagtest auch mal, wenn Lernzeit nicht im Kalender steht, findet es nicht statt. Man könnte ja Lernzeit sich als Schreibzeit in sozialen Medien reservieren. Ne? Also einfach sagen, ich will ganz bewusst mich weiterentwickeln, indem ich mir Notizen mache, die ich auch gleich veröffentliche. Und damit wäre auch die Meinungsvielfalt im Netz wieder größer. Ne? Also von daher einfach mal anfangen, selber einfach zu posten, ohne Absichten, irgendwelche Leute damit überzeugen zu wollen, sondern nur mit der Absicht, ich mache es mir selber, ich schreibe es mir selber auf. Ne? Es ist 3/4, Leute. Punktlandung. Danke für die wunderschönen Abschlussworte von Karl-Heinz und Harald. Mensch, besser hätte es nicht laufen können.